Hallo, Waage, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammenschauen, wie die Energie für dich für das Jahr 2024 steht, ja? Schauen wir mal zusammen jetzt, Waage. Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Und hinter dem Deck einen zweiten Stäbe-Waage. Zweite Stäbe ist natürlich ja, eine sehr positive Energie, finde ich schon. Also wir reden hier über Pläne, ja. Also Pläne, die man hat. Es ist eine Karte, die ja auch viel mit der Zukunft zu tun hat. Natürlich Entscheidungen, die wir treffen müssen hier, also Entscheidungen tatsächlich. Aber ich spüre hier eine Energie vom Nachdenken, ja, man ist sehr viel am Nachdenken, man hat mehrere Pläne, man hat etwas vor hier, das ist das Gefühl hier, ich habe etwas vor, ich möchte was Bestimmtes, etwas Wichtiges machen. Es kann sogar mit einer Reise zu tun haben, Waage, dass man hier nochmals, ja, es kann sogar, dass du mit einer Person zum Beispiel eine geografische Distanz hast. Wenn wir jetzt über eine Person reden, dass du halt diese Distanz hier zu sehen ist. Dass das in diesem das Jahr kommende, also in das Jahr, in diesem Jahr 2024, dass diese Situation halt wichtig ist, ja. Deswegen zeigt sich diese zweite Stäbe, die Situation ist ja wichtig. Also, weil da die geografische Distanz ist ja da. Also nochmals, ich spüre hier ein Gefühl von, wie gesagt, dass du Pläne hast. Ist eine positive Energie, wenn wir es jetzt so wollen, ist positiv, ja. Feuerelement auch zu sehen. Und wie gesagt, die Pläne erstmal. Das ist, was ich spüre hier. Erstmal bin ich am Nachdenken, möchte doch handeln, ich möchte handeln, ich möchte eine Entscheidung treffen, ich möchte doch was machen, aber ich bin am Nachdenken, wie ich das mache oder die Organisation und so weiter. Genau. Es ist sehr interessant, hinter den diese zweite Stäbe ist die Karte der Teufel, ja. Sternzeichen Steinbock, und ich muss dir sagen, Waage, Sternzeichen Steinbock ist wirklich auf den Würfel, ne? Also auf den Würfeln bei dir kam Sternzeichen Steinbock und die Nummer 6. Sternzeichen Steinbock sieht man hier auch. Es gibt vielleicht wirklich eine Situation, Waage, die du wirklich machen möchtest. Also die Intensität zeigt sich hier. Es ist sehr intensiv, die Energie, die ich hier spüre. Ja. Kann das mit einer Person zu tun haben? Natürlich. Oder mit einer Situation? Es ist jetzt egal, aber. Wenn das natürlich eine Person ist, man sieht schon große Unterschiede
zwei Menschen hier und eine starke Verführung, ja? Das muss ich aber schon sagen, ne? Wage. Das ist eine starke Verführung hier zu spüren, ne? Wie gesagt, die Energie zeigt sich intensiv. Intensiv. Ich meine, die Karte der Teufel, ja? Wir fangen mit dem Monat Januar an, Waage. Ja? Für den Monat Januar einen Ritter der Münzen. Du merkst ja, also ich spüre gerade ungefähr das, was ich dir gerade gesagt habe. Also ich spüre schon hier, dass du Pläne hast, die du wirklich also ernst sind. Ich spüre hier nicht deine Energie von, ja, sondern die Energie zeigt sich schon ernst mit diesen Ritter der Münzen. Ich spüre schon hier ein Gefühl von, ja, langsam vielleicht. Gut, ich meine, vielleicht deswegen, weil man hier eine geografische Distanz hat oder weil ich hier noch bestimmte Sachen organisieren muss, zum Beispiel was mit meiner Arbeit zu tun hat oder was mit der Familie zu tun hat. Also ich spüre hier so ein Gefühl. Also meine Pläne sind ja da. Diese Pläne sind für mich ernst und sicher. Ja. Es nimmt vielleicht doch ein bisschen Zeit, weil diesen Ritter der Münzen ist ein Ritter, der langsam ist, sich Zeit nimmt, muss ganz genau, also die Energie ist wie gesagt ernst, aber ist der Fokus ist ein bisschen mehr in der Zukunft. Ja? Also das ist, was ich spüre. Dass du das ja mit guter Aussicht, also ja, Vorzeichen anfängst, das sehe ich schon hier. Das sehe ich schon hier. Die Energie ist positiv, ja. Die Energie ist positiv. Nochmals, du siehst ja, ich spüre hier diese Bewegung, diese Reise. Also Waage, es kommt drauf an. Also hier könnte ich sogar einen Umzug haben. Es ist verschieden jetzt, ja. Weil nochmals, ich spüre hier, dass man hier Pläne hat, ja. Etwas vorhat. Und es sieht ernst aus. Also es ist kein Spielchen hier. Und nochmals, es kann mit Arbeit für dich zu tun haben, ja. Und mit einer Person auch. Ja. Und du hast es ja gesehen, dass diese Pläne, die ich hier habe, sind mit einer wirklich sehr viel Intensität verbunden. Also es sind denn, ich meine jetzt. Wenn wir hier nochmals über diese Person reden, ja, dass sogar Menschen aus verschiedenen Ländern oder die Religion verschieden ist, könnte sogar möglich sein, ja, Waage. Die Energie zeigt sich. Und jetzt schauen wir mal weiter. Ich hole zwei Karten für diesen Ritter der Münzen, ja. Du siehst ja gerade, Waage, also Münzen. Münzen, Erdelement, Sternzeichen Steinbock, überhaupt ist bei dir gerade sehr zu spüren in der Legung, ja? Auf den Würfeln, die erste Karte im Jahr, diesen Ritter der Münzen, kann natürlich auch für Sternzeichen Steinbock reden. Jungfrau wäre natürlich hier auch, ja? Ja, ich meine, Erdelement auf jeden Fall und Sternzeichen Steinbock ist auch hier zu sehen, ja? Stier nämlich auch. Ich meine, ich spüre hier viel Erde, ja? Also viel Erdelement. Wow, es gibt es ja nicht, oder? Gefordert, du. Also, König der Münzen, Waage. Also, Waage, weißt du? Ich weiß auch nicht. Aber. Dieses Erde-Element ist sehr stark bei dir zu spüren. Weil du mit so einer Person zu tun hast, also Stier, Steinbock, Jungfrau. Also ich spüre hier sehr viel Stabilität in der Energie gerade. Das muss ich dir aber auch sagen. Ja. Sehr viel Stabilität. Hinter dem Deck ein König der Münzen. Ich meine. König der Münzen. Schau mal bitte jetzt hier.
As der Münzen, die Gerechtigkeit und König der Münzen. Natürlich ja auch ein König, ein Ritter der Stäbe. Also Waage, ich sehe hier irgendwie ernste Kompromisse. Also nenne mich verrückt, ja. Aber das ist, was ich ja ehrlich spüre gerade. Ernste Kompromisse. Ist das vielleicht für eine Gruppe von euch, hat das irgendwie mit einer vorherigen Situation irgendwie zu tun, ob das Arbeit ist oder einen Ex ist und da ist noch eine juristische Situation offen und diese Situation hat natürlich auch sehr viel Zeit genommen jetzt. Und die Ergebnisse kommen jetzt, langsam kommen diese Ergebnisse. Ehrlich gesagt, ich muss dir ehrlich sein, also Sternzeichen Waage hier ist auch Waage wie du, ja. Ich spüre hier, ich meine, ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Warte mal kurz, ich sage dir jetzt, warum. Diesen Räuschen lässt mich nicht gut atmen. Schau mal bitte jetzt. Ritter der Münzen. Die Karte der Teufel. Nochmals. Nochmals. Und einen Neun der Münzen. Neun der Kelchen. Also, Waage. Zweimal die Karte der Teufel. Ja? Und langsam bekomme ich meine, ja, meine Zweifel hier. Naja, ich meine, zweimal die Karte der Teufel. Es ist ja klar, dass nur du in deiner Situation wissen kannst, was das hier jetzt für dich ist. Weißt du warum? Wir reden ja für den Monat Januar. Und Januar ist nicht mehr so weit weg von uns jetzt, ja? Also das heißt, möglich ist das, dass du diesen Monat Dezember schon diese Energie, die ich hier im Januar habe, spüren kannst. Denn der Monat Januar ist nicht so weit weg. Deswegen sage ich, du für deine Situation musst es ungefähr wissen, was das vielleicht ist. Ich sehe hier eine Verführung, gell? Und das ist aber deutlich. Es gibt hier eine Verführung. Sei es, weil du das für eine Person spürst oder eine Person für dich, aber diese Verführung ist ja da. Sehe ich hier irgendeine Distanz? Irgendwie schon. Muss nicht groß sein. Muss vielleicht nicht groß sein. Also momentan sehe ich das nicht so groß, aber die Distanz denke ich schon, dass da ist. Ja? Also schau mal bitte jetzt hier, Waage. Das ist hier eine klare Verführung. Ja, das Wort muss ich ständig wiederholen, weil ich meine, diese neunte Kelche hier, neunte Kelchen und die Karte der Teufel, das ist irgendwie so unwiderstehlich. Das kann man gar nicht, ja, das ist einfach eine starke Energie, was ich hier spüre, was mit einer Person zu tun hatte. Waage, gerade sehe ich die Nummer 1111 in meiner Uhr, ja, und das ist natürlich, wir reden über Seelenpartnern für eine Gruppe, wir reden über eine wichtige Nummer, die Nummer 1111 kannst du über Internet als Engelnummer suchen. Wir reden aber auch, tja, also Waage, ich kann hier nämlich auch eine Person sehen, die manche schlechte Gewohnheiten hat. Ja? Ich rede hier über Alkohol. Ich rede über eine Person, die sehr viel Alkohol trinkt. Nicht nur, sogar ich kann natürlich auch Drogen sehen. Und jetzt wirst du bestimmt denken, wow, du übertreibst es ja richtig. Aber nee, wirklich nicht. Ja? Also, wenn ich dir das nicht sehe, dann würde ich dir das auch nicht sagen. Ich sehe natürlich hier eine Person, die nicht bei dir ist, die eine starke Anziehung für dich zeigt. Eine Person, die, ja, ich denke, Alkohol und Drogen können hier doch eine wichtige Rolle spielen. Andere Suchtverhalten, ich kann ja nicht in jeder Situation sein, aber was mit Alkohol oder Drogen zu tun hat, ist hier sehr stark zu spüren. Ich spüre so eine Energie jetzt, Waage, ja, und das kann ich dir einfach nicht anders sagen. Okay. Wir haben ja ganz am Anfang, Waage, über die Nummer 2 gesprochen, ja.
Die Nummer zwei zeigt eine Person, die zwischen zwei Situationen sein kann oder zwei Personen. Das muss nicht für uns allen jetzt reden. Ist das für dich jetzt, dass du mit so einer Energie zu tun gehabt hast, mit so einer Energie zu tun gehabt hast und diese Situation verlässt du? Zeigt sich hier für dich eine neue Situation in deinem Leben, die viel mehr gesund aussieht für dich als dieses hier? Verlässt man hier eine Situation für eine neue Person? Ist das hier jetzt eine neue Person, die es ernst meint mit dir? Und das ist eine toxische Verbindung zu einer anderen Person? Egal welches Sternzeichen jetzt. Ich meine, das ist jetzt egal. Denn Waage, wir haben zweimal die Karte der Teufel. Ja? Natürlich kann ich hier weiter über eine starke Anziehung reden und über eine Besessenheit und eine Verführung reden. Natürlich, aber ich meine, für meinen Geschmack ist das zu sehr viel, die Karte der Teufel schon. Ne? Zweimal direkt jetzt, also ich weiß auch nicht. Natürlich, wie gesagt, ich kenne deine Situation nicht, das musst du jetzt für dich wissen, wie das hier spricht. Weil das Gefühl wäre sogar fast wie eine Abhängigkeit. Und ja, du weißt ja, Beziehungen oder Verhältnisse, die mit Abhängigkeiten zu tun haben, das ist nicht gut, das ist keine gesunde Verbindung, ja. Früher oder später kann das nicht weitergehen, weil wo die Karte der Teufel sich so oft zeigt, das ist natürlich nicht so gut, nein. Nee. Und hier habe ich natürlich, wie gesagt, mit Suchtverhalten schon zu tun. Alkohol und wie ich dir vorher gesagt habe, also verschiedene Suchtverhalten können hier schon sein. Eine Person, die auch manipulieren kann, eine Person, die, ich meine. Also wenn du mich jetzt entscheiden lässt zwischen das hier und das hier, ich entscheide mich für das hier. Ja, kann man natürlich für den Partner eine starke Anziehung haben und ja, natürlich. Es ist wichtig, dass man, aber ich meine jetzt hier die Kombination, sage ich jetzt, die Kombination von Karten, die ich hier habe, lässt mich ein bisschen bring mich zum Nachdenken, ja. Wir schauen weiter. Waage, weil du weißt, wie das ist. Also Monat pro Monat kann man natürlich auch eine Folge sehen. Mit dem Monat Januar bin ich kommende Woche beschäftigt, ja. Und dann können wir vielleicht vergleichen, was wir hier jetzt haben und was wir in dem Monat Januar individuell jetzt bekommen. Also dass das eine Bestätigung vielleicht ist oder irgend so eine Sache. Ja, Monat Februar jetzt. Drei Münzen. Viele Münzen bei dir. Januar Ritter der Münzen, Februar drei Münzen. Hier reden wir über Gespräche, wichtige Gespräche, ernste Gespräche. Das kann für dich Familie sein, Arbeit sein, aber die Gespräche sind da und sind wichtig. Mit mehreren Personen. Also eigentlich ist eine Karte, die nicht nur mit dir allein zu tun hat, sondern sind mehrere Beteiligten hier. Drei der Münzen ist wieder mal auch eine positive Energie. Ich muss dir schon sagen, Waage, die Energie ist gerade eigentlich nicht schlecht. Ja, ich spüre schon sehr viel Stabilität bei dir. Aber du siehst ja, irgendwie gibt es schon eine Energie, die. Ja, wo man vielleicht ein bisschen, aber ich denke, mit dem Ritter der Münzen, das ist für dich eine klare Sache. Ich glaube nicht, dass wir hier. Warte mal kurz, ich hole zwei Karten für den Monat Februar, ja? Wow, Gefährte. Zwei der Schwerter. Ja, Waage, zwei der Schwerter. Wieder deine Energie, ja? Also, ich spüre hier eigentlich Frieden.
Eigentlich Frieden. Warum? Weil das ist auch eine Trennung. Das ist wieder eine Trennung. Das ist wieder eine Entscheidung. Das ist für mich eine Blockade. Also, ich schütze mich. Das ist ich schütze mich. Mein Herz. Ja, meinen Aura. Ich schütze mich. Und ich blockiere. Also, es ist logisch, vage. Es ist irgendwie sogar logisch. Also, es gibt hier bei dir schon eine Energie, die ja irgendwie wie der Teufel hier. Wir wissen ja, also es gibt manche Menschen, und ich möchte jetzt nicht über Sternzeichen reden. Das ist verkehrt, das ist nicht richtig. Also, aber es gibt manche Menschen natürlich, die noch nicht, die diese Energie der Teufel haben, tatsächlich. Ich meine, es ist eine Tatsache. Es ist nicht, dass ich mir jetzt was vormachen möchte. Und das ist, was ich ja bei dir habe. Du hast irgendeine Energie da, irgendwie, und ist ziemlich dubios. Also, das ist eine Trennung, eine klare Trennung. Wow. Also, Waage, du hast die Nummer 2 total oft. Die Nummer 2, 2, 2. Es gibt eine neue Person bei dir. Es gibt eine neue Person bei dir. Eine neue Person, eine neue Situation. Du musst irgendwie schauen. Ich spüre mehr eine Person. Ich würde sagen, ich rede mehr hier über eine Person. Dass eine neue Person in deinem Leben ist oder wird. Ja. Weil du mit dieser toxischen Situation, egal worüber wir jetzt hier reden, nichts mehr zu tun haben möchtest. Und wage, manchmal sind wir selbst die toxische Situation. Ja, Achtung hier. Und das wissen wir nämlich auch. Ja? Also das wissen wir nämlich auch. Ja? Deswegen, was ich meine ist, ich sehe hier schon eine Veränderung bei dir. Schau mal, was ich hier habe, Waage. Drei der Münzen, die Karte der Stern und der Hierophant. Weißt du, was das ist, zum Beispiel? Das kann zum Beispiel eine Klinik sein, wo ich eine Entgiftung mache. Ich mache eine Entgiftung in eine Klinik. Wenn ich zum Beispiel Alkoholiker bin, ich suche Hilfe. Ich rede mit einer Klinik. Ich suche Hilfe und ich bekomme Hilfe. Monat Februar sehe ich Hilfe. Hier in deine Energie, weil man eine Entgiftung machen möchte. Ja, egal ob ich Alkoholiker bin, ob ich Drogen rauche und so weiter. Ja, ich sehe hier schon eine Entgiftung, natürlich. Ich spüre also Menschen, die dir helfen. Sternzeichen Stier, du siehst mittlerweile Stier, Steinbock, Jungfrau, Wassermann, Fische. Steinbock hast du ja gesehen, Erdelement überhaupt, Erdelement überhaupt. Die Energie zeigt sich sehr positiv hier. Wenn du sagst, nein, ich rauche oder weder ich trinke Alkohol, das spricht ja nicht für mich. Trotzdem sehe ich hier Hilfe. Der Hierophant ist eine Person überhaupt, drei der Münzen und der Hierophant. Das kann eine Behörde sein, eine bestimmte Behörde, die dir hilft in irgendeiner Situation, die du brauchst. Ich spüre hier eine klare Reinigung in der Energie, also ich spüre eine Heilung, ja, Waage. Und ja, Waage, wir bewegen uns alle nicht in der gleichen Energie. Wir haben nicht alle das gleiche Leben. Wenn du natürlich weder rauchst noch Alkohol trinkst und so weiter, ist natürlich nicht für dich jetzt gemeint. Ne? Also, ich muss es nicht persönlich nehmen. Ich nehme nur für mich, was für mich spricht. Ja? Also, ich meine jetzt, Monat Februar wird einen sehr wichtigen Monat für dich werden. Februar und März. Denn ich spüre hier eine wichtige Situation für dich, die dir also irgendwie helfen wird. Und das ist, was ich hier spüre.
Der Hierophant, du siehst Hierophant und drei der Münzen. Das ist eine wichtige Behörde hier. Das ist eine Behörde. Sicher. Und jetzt kommt natürlich darauf an, was für dich so. Weil klar, ich sehe hier auch die Karte der Stern. Der Stern, der Hierophant, das ist ja die Gesundheit. Ja? Das ist die Gesundheit. Das ist eine positive Energie, muss ich jetzt dazu sagen. Also, wenn wir jetzt über die Gesundheit hier reden, das ist natürlich eine sehr positive Energie. Das spricht ja für eine Heilung, das spricht ja für eine Reinigung hier. Und das ist Hoffnung. Das ist eine klare Führung, Waage. Wir reden über eine göttliche Führung. Wir reden über das Universum ist hier. Und nicht vergessen, das Universum bist du selbst auch. Ja? Entweder sieht man die Zeichen oder sieht man die Zeichen nicht. So einfach wie das. Ja? Und das hat damit zu tun, dass wir natürlich nicht alle in der gleichen Zeit uns befinden. Ich sehe im Monat Februar eine starke Energie. Das werden wir natürlich individuell sehen, dann, wenn wir den Monat Februar machen. Und dann können wir vielleicht vergleichen. Die Karten, die wir hier haben, mit dem, was im Februar kommt. Und es kann sogar dann für uns irgend vielleicht eine bessere Orientierung sein, was wir hier haben können. Aber die Energie ist ermächtigt, tatsächlich. Ja. Ich habe zwei wichtigen großen Arkana hier. Und das ist also das Universum im Monat Februar. Das ist das Universum selbst. Das ist das Universum selbst hier. Ja. Achte auf die Signale, achte auf die Zeichen, weil das ist, was wir hier haben. Es ist eine starke Leung, eine starke Monat. Ich meine jetzt, Waage, was ich hier jetzt im Monat Januar habe, ja, der Teufel und diese neunte Kerlchen. Und was hier sich zeigt, es ist ja irgendwie, die Verbindung ist da. Die Verbindung ist tatsächlich da. Ich sehe eine Person, die sich verändern möchte, die für eine bessere Zukunft haben möchte. Eine Person, die sagt, schau mal, so geht es nicht weiter. Also so geht es wirklich bei mir nicht weiter. Ich muss eine andere Richtung jetzt nehmen, ja? Und diese Situation muss ich verlassen. Egal, was das ist hier. Zum Beispiel eine Person, die sehr viel nachts unterwegs ist. Zum Beispiel, ich bin oft das nachts irgendwie mit in Partys, ich mache Partys hier, Partys da. Ich bin mit verschiedene Menschen zusammen. Also irgendwie ist die Energie zeigt sich hier eine toxische Situation hier. Keine Ahnung jetzt wie vage. Also das ist, was ich dir sagen kann. Und dass im Monat Februar die Hilfe kommt. Das ist einfach so. Die Hilfe kommt im Monat Februar. Monat März. Fünfte Münzen. Nochmals rede ich hier oben Veränderungen. Und das sieht man auch mit der Karte der Hierophant. Die Nummer 5. Also die Nummer 5 der Hierophant, die Nummer 5 der Münzen. Wir reden über eine Entwicklung. Ja. Eine Entwicklung tatsächlich. Ich verlasse ja eine Situation und das haben wir ja gesehen seit Monat Januar. Ja. Sogar, dass wenn wir zum Beispiel in so einer Situation sind, wo wir eine Heilung machen, zum Beispiel jetzt, ja, ist nur ein Beispiel. Nochmals, wir werden dann später schauen müssen, wie, ja, also, dass man sich natürlich vielleicht allein fühlt und irgendwie dieses Verlassen, also diese Situation vom Verlassen ist. Nicht leicht, ne? Also wie wir immer sagen, Veränderungen sind nicht leicht. Ja, wenn ich einen Suchtverhalten habe und ich möchte diese Situation verlassen, egal worüber wir jetzt hier reden, es fällt nicht leicht, natürlich nicht. Ja, es ist nicht leicht. Augenblick bitte, ich hole mir zwei Karten. Für diese fünfte Münzen im Monat März.
Fünfte Münze, der Stäbe, fünfte Stäbe. Viel Aktivität sieht man hier. Viel, ja, viel Aktivität. Natürlich mehrere Beteiligte. Ne? Also fünfte Münze, neunte Stäbe und erste Kärchen. Ich spüre nochmals diese Energie von sich vielleicht allein zu fühlen. Erste Kärchen spricht ja über eine neue Segnung hier, Waage. Das Universum haben wir ja hier gesehen im Monat Februar. Das Universum zeigt sich für dich schon ab Monat Februar ist das Universum für dich da. Die Hilfe vom Universum ist da. Es hat wirklich sehr gute Vorzeichen, die Energie, die ich hier für dich habe. Und ich mache mir hier nichts vor. Kann das hier mit einer Person zu tun haben? Erste Kärchen. Eine neue Segnung vom Universum für dich. Aber man muss vorher was loslassen. Also so ungefähr, diese Segnung ist ja da für mich. Ja, die Möglichkeit, die neue Möglichkeit zeigt sich für mich schon, aber ich muss noch Situationen loslassen. Ich muss eine Abhängigkeit loslassen. Also, es kommt nichts Neues, wenn ich auch dafür nicht was mache. Ja, und das ist sicher. Also, das Universum ist für uns natürlich da, zur Verfügung, aber nicht ohne, dass wir vorher auch was machen. Ja, das spüre ich hier. Ich spüre ein Gefühl hier von, ich muss was loslassen, wenn ich diese neue Segnung in meinem Leben bekommen möchte. Es fühlt sich vielleicht, ich meine, neunte Stäbe, fünfte Münzen. Ich sehe nochmals hier eine Person, die eine Co-Abhängigkeit hat. Eine Abhängigkeit zeigt sich hier schon die ganze Zeit, zweimal die Karte der Teufel. Und fünfte Münzen, also irgendwie diese Abhängigkeit. Eine Person irgendwie ist da. Ja. Waage, die diese Abhängigkeit zeigt. Aber wir haben es ja gesehen, bei dir zeigt sich eine neue, ich würde sagen, eine neue Möglichkeit ist da. Was das Universum für dich zur Verfügung stellt, ja, eine neue Segnung ist da. Und das ist hier sicher. Die Energie im Monat Februar, Waage, ist einfach, ich würde es schon sagen, die Energie ist ermächtigt im Monat Februar. Der Hierophant und der Stern, das ist nicht selbstverständlich. Das ist nicht selbstverständlich. Ja? Und erste Kärchen ist die Segnung, natürlich. Aber ich muss eine Situation loslassen. Ja, deine Energie ist, ich würde sagen, sogar deutlich. Ja? Monat April, zehnte Münzen. Zehnte Münzen, wir reden hier nochmals über Veränderungen. Im März, fünfte Münzen. Und im April hast du schon zehnte Münzen, das Doppelte. Ja? Du merkst ja, von fünfte Münzen komme ich auf zehnte Münzen. Es gibt hier eine Veränderung in deiner Energie. Im positiven Sinnen, denn du hast ja im März diese neue Segnung hier, die nicht selbstverständlich ist. Aber für dich zeigt sich schon seit Jahresanfang, also Anfang schon im Januar, eine Energie, die du schon weißt, die Veränderungen bringt. Du weißt das schon im Monat Januar. Du weißt schon, was hier los ist. Du weißt, was du, wovon du dich befreien musst und was du loslassen musst. Das weißt du schon. Und die Hilfe bekommst du auch. Du bekommst Hilfe schon. Die Nummer 10 der Münzen, mehrere Münzen kommen nicht auf eine Karte. Das ist eine sehr positive Energie, die für Reichhaltigkeit dasteht. Reichhaltigkeit, Reichtum, Eigentum, Geld irgendwie. Warte mal kurz, bitte, Waage, ich schau mal hier. Wow, Waage.
Zünde, Kerlchen, es kommt Harmonie, es kommt Glück bei dir. Wow, ich bin sprachlos. Schau mal bitte, 10 Münzen, 7 Münzen und 8 Schwerter. Im April bekommst du dein Geld zurück. Im April ist eine wichtige Kommunikation hier, eine juristische Situation ist da, die du schon sehr lange gewartet hast. Irgendwie zeigt sich hier das Warten. Ich warte schon sehr lang. Ich bin sehr geduldig gewesen. Für diesen Ergebnis habe ich sehr viel Geduld gezeigt. Und jetzt sehr lang, ja. Die Kommunikation kommt, diese Antwort kommt und du bekommst ja Geld. Ja? Ich rede über Erfolg. Ich rede über Reichtum. Und jetzt natürlich, du in deiner Situation musstest vielleicht wissen, was das hier für dich ist. Ich rede hier über Geld. Okay, sagen wir mal jetzt, denn das kann hier auch eine juristische Situation sein, Waage. Denn diesen Behörde hat man schon gesehen. Ich habe bei dir im Monat Februar schon einen Behörde gesehen. Ja, also genau. Und jetzt müssen wir schauen, jeder für sich, weil ist das hier, zum Beispiel, sagen wir mal jetzt, es hat hier mit dem Monat April, Mai schon mit der Steuer zu tun, vielleicht. Dass du dein Geld zurückbekommst. Es wurde hier eine Ungerechtigkeit gemacht, irgendwie. Du hast viel mehr bezahlt, Geld bezahlt, als nötig war und du bekommst irgendwie dein Geld zurück, zum Beispiel jetzt. Oder es hat hier mit einem Erbe zu tun, eine Situation, die schon sehr lang in der Zeit geht. Wir reden schon über das Jahr 2023 oder sogar noch mehr Zeit da und das Ergebnis, also die Resultate kommen jetzt. Ich rede über viel Geld, Waage. 10 Münzen. 8 Schwerter. Es gibt hier Erfolg. In diese Situation, wo du jetzt sehr lang gewartet hast. Die Kommunikation kommt hier. Wow. Wow, wow, wow. Ich weiß auch nicht, Waage. Ich kann dir nur sagen, dass die Energie sich sehr positiv zeigt und möglich ist das, weil man hier was unternommen hat. Ich habe ja natürlich eine toxische Situation verlassen. Das ist schon mal sicher. Das kannst du mir glauben. Das ist schon mal sicher. Ich habe eine toxische Situation verlassen. Meine Energie gereinigt. Ich habe das Universum gehört und die Zeichen gesehen. Und ich lasse los. Und da ich loslasse, das Universum gibt mir eine neue Segnung, sendet mir eine neue Segnung. Eine neue Situation, die mich glücklich macht. Und alles kommt jetzt. Also, wenn ich eine emotionelle Blockade befreie, alles fängt an zu laufen. Das Geld läuft, die Arbeit läuft, die Liebe läuft, es läuft alles. Wenn ich eine bestimmte emotionelle Blockade befreie, und das ist, was ich hier spüre. Denn über diese Situation hast du dir schon sehr viele Gedanken gemacht. Du wusstest schon, dass du eine bestimmte Situation ändern musstest. Und ich weiß auch nicht, was das für dich war, aber das zeigt sich hier. Du siehst ja, 1. Kerlchen im März, 1. Schwerter im April, der Stern im Februar. Ich meine, wir haben eine wichtige Energie bei dir, Waage. Ja? Und so wie ich dir am Anfang gesagt habe, im Monat Januar, es ist kein Spaß hier. Nee, nee. Deine Energie ist ernst und stabil. Ich rede über eine stabile Energie und eine ernste Energie. Das ist, was ich hier spüre. Schau mal, Monat Mai, 8. Kerlchen. Deine Gefühle haben sich geändert. Verändert, ja. Deine Gefühle sind nicht, du bist nicht mehr die gleiche Person wie gestern. Ich spüre hier
Die Nummer 8, wie gesagt, eine Situation, die man verlässt. Darüber reden wir die ganze Zeit. Aber ja, Waage, wie du weißt, ich kann ja eine Situation verlassen, was ganz anders ist, ob die andere Person das Gleiche macht. Denn wenn wir hier mit dieser Energie zu tun haben, es ist natürlich nicht so einfach, ist nicht leicht, kannst du mir glauben. Die Energie ist nicht leicht. Schauen wir mal, ich hole mir zwei Karten für den Monat Mai. Was meine ich damit? Dass möglich jemand jetzt kommt. Das Typische, ja? Also dir geht es dann gut, Mitte des Jahres, dir geht es gut. Du hast losgelassen, dir geht es perfekt, alles läuft und jetzt kommt wieder so ein Exemplar. Schauen wir mal zusammen jetzt, Waage. Nochmals die Nummer 5. Die Nummer 5 nochmals. Die Nummer 5 der Münzen. Das Gefühl wäre, eine Person ist in der Kälte geblieben. Jemand ist in der Kälte. Und das zeigt sich hier tatsächlich. Achte Kerlchen, vierte Stäbe und die Gerechtigkeit. Tja, ich rede hier über Karma. Ja, das ist Karma. Also was heißt das? Ja, ich meine jetzt, dass eine Person von seinem Karma zurückbekommt. Ja. Jetzt kommt eine Person nochmals sehr wahrscheinlich. Von dieser Vergangenheit, das kennen wir ja alle und das ist eine Wiederholung, das kann eine Lektion sein mit der Karte die Gerechtigkeit, Sternzeichen Waage wie du. Also wir können hier eine Situation haben, Waage, von einer Person, die von seinem Karma jetzt zurückbekommt. Das ist eine Lektion, die wir lernen hier. Eine ziemlich komplizierte Situation, eine komplizierte Sache hier zu sehen. Es kann ein Ex für dich sein, Waage. Ja, einen Ex. Eine Person, also du hast dich scheiden lassen, du hast dich getrennt von der Person hier. Irgendwie so eine Situation. Aber die Energie zeigt sich im Monat Mai. Ja, eine karmische Situation gibt es hier schon mit einer Person. Und nochmals, Waage, man sieht ja, Waage, man sieht ja, dass du das Jahr 2024 sehr positiv anfängst. Für mich sind alle Monate positiv. Januar, Februar, März, April sind sehr, sehr positiv. Ist fast eine Entwicklung hier. Das Universum ist da, also es ist einfach da. Gott ist hier präsent, ja. Und die Sache ist, jemand sieht das auch. Ja, eine Person sieht das nämlich auch. Ja, und diese Person, genau, wird, wenn es geht, möglich wieder zurückkommen oder irgendwie in deine Energie, in deinem Leben wieder zu sein wollen. Ja, schauen wir mal jetzt den Monat Juni, Waage. Wow, Gefuerte. Nochmals erste Kerlchen, Waage. Das ist die Selbstliebe, sage ich dir. Das ist die Selbstliebe, nicht mehr und nicht weniger. Das haben wir bei dir auch im Monat März gesehen, diese Selbstliebe, also diese Situation von ich weiß jetzt, was ich mir wert bin, ja, ich liebe mich zuerst. Und das ist die Selbstliebe. Und das zeigt sich bei dir im Monat Juni. Tatsächlich, wenn du mit einer Person zu tun hast, im Monat Mai eine Person zu tun hast von deiner Vergangenheit, wo eine ziemlich komplizierte Situation gab, sogar ich könnte sogar über eine Scheidung reden, eine Trennung reden, dass diese Person irgendwie es bereut und sagt, oje, oje, was habe ich gemacht? Dass du im Monat Juni in deine Selbstliebe bist. Und jetzt schauen wir mal, natürlich, ich meine, erste Kerlchen zeigt sich bei dir zweimal.
Was ich noch dazu sagen möchte, wir müssen nicht immer über einen Wunschpartner reden. Du kennst ja deine Situation, du weißt schon, worüber hier für dich gesprochen wird, weil ich kenne ja deine Situation nicht. Von da aus, du musst jetzt versuchen, für dich anzupassen, ja. Schau mal bitte, was gekommen ist. Ich weiß nicht, ob du das richtig sehen kannst, aber ich habe der Hierophant hier und hinter der Hierophant ist die Hohepriesterin. Stark, oder? Sehr stark sogar. Es sieht sehr schön aus, muss ich dir schon sagen. Schau mal bitte jetzt im Monat Juni. Also Ass der Kelchen, Puppe der Schwerter und die Hohepriesterin. Die Hohepriesterin, also eine sehr spirituelle Energie haben wir schon bei dir. Waage, das muss ich dir natürlich auch sagen, eine sehr spirituelle Energie. Es kann möglich sein, dass du diese Person auch durch die Arbeit kennenlernst. Durch deine Arbeit, durch die Arbeit von der Person. Es ist unabhängig jetzt. Ich könnte denken, es gibt eine Verbindung hier durch die Arbeit. Ja. Waage ist ja eine Schwangerschaft, das muss ich dir auch sagen. Das muss ich dir tatsächlich sagen. Es gibt hier eine Schwangerschaft. Natürlich nicht für uns alle, für mich bestimmt auch nicht. Also von da aus, aber die Schwangerschaft für eine Gruppe ist da. Ich spüre hier eine Nachricht, eine Kommunikation. Eine Person möchte etwas sagen, ja, also ich spüre hier, ich denke, wir haben hier nicht viel Kommunikation zwischen zwei Personen. Also, dass man hier sagt, diese Person hier weiß ja nicht, was ich denke, was ich fühle. Waage, ich könnte halt das Gefühl jetzt hier haben, dass die Gefühle oder das, was, wie gesagt, die Gefühle, die Emotionen hier, jemand darüber nicht weiß, ja? Denn ich spüre hier fast ein Geheimnis oder eine Stille oder irgendwie, weil die Hohepriesterin ist natürlich eine Energie mit sehr viel geheimnisvoll, ja, sehr geheimnisvoll. Ja, immerhin ist die Hohepriesterin eine sehr spirituelle Energie. Also diese Person zum Beispiel hier jetzt hat einen Zyklus hinter sich, ist eine Person, die auch allein ist, eine Person, die sich wohlfühlt eigentlich. Es gibt hier so eine Energie, ja. Und ich spüre hier eine Person, die beobachtet sogar. Ich könnte hier sogar das Gefühl haben, jemand fragt Tarot, genau, so wie wir uns auch Tarot anschauen, dass eine Person sich über Tarot eine Antwort sucht oder eine Bestätigung sucht oder nach einer Antwort sucht. Ja, und das sieht, ja, also das sieht hier wie ein Ja aus, ne? Ich spüre hier schon eine Person, die möglich auch sehr viel Tarot sich anschaut. Okay, ich könnte auch hier eine Person sehen, die vielleicht was Neues lernen möchte. Zum Beispiel Waage, wenn du das immer vorhattest, du hattest immer vor, was Neues zu lernen, dich weiterzubilden, irgendwie etwas mehr, ja, an dich einfach weiterzubilden, ein neues Studium, das sieht gut aus, das sieht sehr, sehr gut aus. Die Energie motiviert dich, das doch zu machen, ja, und das wird dir Spaß machen, das wird dich sehr gut tun, das ist positiv für dich, wenn du dich weiterbilden möchtest, ein neues Studium, eine neue Ausbildung oder wie auch immer, es sieht sehr gut aus. Es sieht sehr gut aus.
Man kann das sogar über Internet machen, dass man online eine neue Ausbildung oder wie gesagt eine weitere Bildung oder so etwas machen kann. Ich spüre sehr viel Weisheit hier, sehr viel Weisheit tatsächlich. Ja. Und ja, einer Person, die noch was Neues lernen möchte. Wow. Also die Energie sieht gut aus, Waage für dich. Ich spüre, das Gefühl wäre irgendwie, ich bin, mir ist das klarer. Also ich habe Klarheit in meinem Kopf. Ich weiß schon, was ich möchte und mit welchen Situationen ich nicht mehr zu tun haben will. Also ich möchte, es ist eine, du weißt ja, wir haben diese neue Ära in Sternzeichen Wassermann. Wassermann ist bei dir hier im Monat Februar mit der Karte der Stern. Also ich spüre hier natürlich dieses Gefühl von Weisheit. Weisheit. Schau mal bitte hier. Der Hierophant und die Hohepriesterin sind zwei Personen in der gleichen Schwingung. Zwei Menschen in der gleichen Schwingung. Die sind hier Menschen, die sich von vorherigen Leben kennen. Menschen, ich rede hier über eine wichtige Seelenverbindung. Ja? Waage, vielleicht möchtest du tatsächlich über Internet, online, einen neuen Studium anfangen. Du möchtest dich weiterbilden und das ist durch eine gute Stern, wird das hier geführt. Ja, also ich spüre hier sehr viel Weisheit bei dir. Es ist sehr positiv, was ich hier habe, sehr positiv. Sehr viel Erfolg hier. Waage, ich habe vorher über einen Umzug gesprochen. Vielleicht ist das für dich auch ab Monat Mai, dass du sagst, ich möchte umziehen. Dass einen Umzug hier auch zu sehen ist, ja. Ich sehe einfach sehr viel Glück bei dir. Ich kann es dir nicht anders sagen. Ich spüre hier eine starke Energie bei dir. Monat Juli. Und du weißt ja, ich muss dir nichts Schönes jetzt erzählen. Ich meine, du siehst ja selber die Energie, wie die Energie sich zeigt, ja. Wir werden natürlich dann schauen, aber ich sehe hier eine sehr positive Energie. Monat Juli, sechste Stäbe. Also wir reden hier über Erfolg, Waage. Sechste Stäbe ist eine Karte, die für Erfolg spricht. Du hast es geschafft, du hast es erreicht. Du bist durch einen Kampf bist du sehr gut von dieser Situation rausgekommen. Es gibt hier Anerkennung zu spüren. Gibt es irgendwie hier eine Person, die berühmt ist? Mit der Karte des Stern könnte man das auch hier sehen. Dass eine Person hier, wir reden hier über einen Lehrer. Einer Person, die anderen Menschen hilft, sogar über Online, Internet. Es gibt eine, wir haben hier eine wirklich starke positive Energie bei dir. Siehst du ja selber, oder? Wow. Oh mein Gott, was für eine Legung. Die Herrscherin. Sehr viel Kreativität, Waage. Womöglich ist das auch den Fall, also dass du dich selbstständig machst, dass du über Internet arbeitest und dich selbstständig machst, sehr viel Kreativität zu sehen ist. Wir reden hier über eine Person, die Herrscherin kann natürlich auch für einen Mann reden. Der König der Stäbe, die Mäßigkeit und die Herrscherin. Also Sternzeichen Schütze, Waage, wie du, Stier, Skorpion. Bitte, Waage, schau mal bitte hier. Juli, sechste Stäbe.
die Karte der Magier und die Karte der Stern, das ist spektakulär, ist das hier. Das wäre das Wort hier. Das ist einfach spektakulär. Sternzeichen Zwilling, Jungfrau. Sternzeichen Wassermann. Achtung hier, Wassermann. Oder Fische. Wäre nämlich auch hier, ja. Also ich spüre hier eine starke Energie bei dir. Eine starke Energie. Ich rede über Erfolg. Ja? Ich rede über Erfolg. Ich rede über eine Person, die sogar, ich könnte hier über eine Person reden, die berühmt ist. Bekannt ist. Bekannt. Einen Star ist. Ich rede hier über einen Star. Viel Kreativität. Neue Ideen. Ich rede hier über neue Ideen. Wage. Vielleicht neue Projekte, die man hier anfängt. Neue Arbeit. Oder ich mache mich selbstständig. Ich lerne sogar eine neue Sprache. Wow. Wage, weißt du das Gefühl, was ich gerade bekomme? Ich habe das Gefühl gerade, ich rede hier mit Menschen, die wirklich sehr erfolgreich sind, aber auch Menschen, die nochmals berühmt sind, berühmt, bekannt, einen Star sind. Natürlich gibt es viele Sternzeichen Waage, die bekannt und berühmt sind und einen Star sind, aber das ist tatsächlich das Gefühl hier. Sogar, also nochmals, ich könnte das Gleiche wiederholen. Also über Internet, dass man über Internet irgendwie oder Sozialmedien bekannt, berühmt wird. Diese Menschen, die sogar Millionen von Abonnenten hat, zum Beispiel. Ja, also Menschen, die tatsächlich extrem bekannt sind, sehr viel Erfolg zeigen. Ich könnte mir auch hier über Internet reden. Also hier haben wir Kommunikation über Internet. Viel Kommunikation über Internet. Wow. Also Waage, mit deiner Energie habe ich selbst, ich glaube, ich bleibe zu kurz. Ich bin zu kurz. Mit der Energie ist einfach stark hier. Also irgendwie das Gefühl wäre, du reinigst deine Energie, weil du auch loslässt. Und so wie ich dir das ganz am Anfang gesagt habe, wenn eine Person loslässt, über sich trennt von toxischen Situationen oder Suchtverhalten, alles fängt an zu laufen, alles läuft. Ja? Die Blockade befreit sich, es gibt eine Befreiung hier. Die Karte der Sterne zeigt sich bei dir zweimal. Anfang des Jahres, Mitte des Jahres. Zweimal. Möglich ist das eine wichtige Firma. Also zum Beispiel jetzt, Waage. Stell dir mal vor, du arbeitest tatsächlich über Internet. Und du hast dich in eine wichtige Firma, bei einer wichtigen Firma beworben. Diese Firma meldet sich doch bei dir und möchte, dass du bei denen arbeitest. Wir reden aber hier über doch eine wichtige Firma. Nicht irgendeine Firma, also eine sehr bekannte Firma ist hier. Vielleicht sogar, dass du mit denen natürlich zusammenarbeiten wirst und du aber. Das heißt für dich, du musst manche Veränderungen durchführen. Das könnte für dich sein, du musst natürlich deinen Zuhause verlassen, du musst einen Umzug machen hier. Wenn du hier diesen Vertrag abschließen möchtest. Ja? Du wirst berühmt, du wirst berühmt, du wirst Erfolg haben, deine Energie ist durch einen guten Stern geführt, das Universum ist auf deiner Seite, das Glück ist auf deiner Seite und ich sage dir nur, was ich sehe. Also das ist, was ich hier sehe.
Ich rede über einen neuen Zyklus bei dir nämlich auch. Weil die Karte der Magier und die Karte der Stern spricht über was Neues. Nochmals eine neue Arbeit, neue Projekte, egal irgendwie. Ich meine, ich bin mit deiner Energie bin ich natürlich ziemlich ohne Worte. Die Energie zeigt sich positiv. Wir werden natürlich den Monat Juli jetzt schauen, was das, weil das ist eine ermächtigte Energie. Das ist eine ermächtigte Energie. Wow. Monat August. Zehn der Schwerter. Ich habe gerade über einen Zyklus gesprochen bei dir, Waage. Zehn der Schwerter ist wirklich einen Schluss. Den Schluss von einem Zyklus, von einer komplizierten Zeit. Es geht ja nicht anders. Es kann nicht anders heißen, diese Situation hier mit diesen Karten, die ich hier habe. Dass das hier auch nochmals mit dieser Vergangenheit zu tun hat, natürlich. Also Zehn der Schwerter spricht ja über eine Vergangenheit, die sehr jetzt lang in der Zeit gedauert hat. Ich rede über Jahre. Also ich rede jetzt nicht über das Jahr 2024, ich rede über Jahre, Verletzungen oder Erniedrigungen und so weiter. Augenblick bitte. Ich brauche hier ein paar Karten. Och, qué fuerte no puede ser, oder? Hast du das gesehen gerade jetzt, Waage? Oh mein Gott. Waage, mir ist plötzlich ein bisschen schlecht gegangen, ja. Also die Mäßigkeit, das ist ein Engel, ja. Ja, gerade ist mir ein bisschen nicht so gut mit der Energie. Gut, ich meine gemischte Gefühle, sage ich jetzt mal so, ja, gemischte Gefühle. Sternzeichen Schütze. Ich sehe hier einen Engel, einen Schutzengel. Du hast einen Schutzengel und da ist für mich klar, das ist klar für mich. Ziemlich klar sogar. Mit diesen Karten, die ich hier habe. Ja. Schau mal bitte jetzt. Waage. Zehn der Schwerter hast du gerade gesehen. Die Karte für die Erklärung kam nochmals Zehn der Schwerter in der gleichen Situation, in der gleichen Karte. Zehn der Schwerter und die Karte der Herrscher. Sternzeichen Widder, Stier, Steinbock, Sternzeichen Steinbock auf den Würfeln, spricht für einen Chef, eine Chefin, einen Ex, eine Ex, eine wichtige Energie, das ist der Herrscher, immerhin. Das kann hier natürlich mit Arbeit reden, das kann hier nochmals mit einem Ex reden. Also, Waage, Zehn der Schwerter und Zehn der Schwerter. Das ist Ende. Und jetzt musst du natürlich schauen in deine Situation, worüber wir jetzt hier reden. Es kann aber auch möglich sein, dass du jetzt heute noch nicht so könnte, aber ich denke nicht, weil Zehn der Schwerter nochmals spricht über Jahre, sprich nicht über eine, überhaupt, es kam zweimal die Karten Zehn der Schwerter. Wir reden über eine lange Zeit in eine bestimmte Situation. Und das ist für mich eine Ende. Eine Ende oder besser gesagt eine Heilung sogar. Wir reden hier über die Mäßigkeit. Die Situation hier ist bereits geheilt. Zehn der Schwerter, Zehn der Schwerter. Und das macht ja die Nummer 20 in den großen Arkana, sprichst du über die Karte, das Gericht. Und das ist ein Zyklus, das ist ein. Ich rede, also Waage, ich rede tatsächlich über Karma hier. Eine Person, die von seinem eigenen Karma natürlich zurückbekommt. Ist es ja klar. Ich bekomme auch von meinem Karma zurück. Jeder von uns bekommt den Teil, einen Teil davon. Also es ist logisch. Aber hier gibt es eine Person, die natürlich, ich würde sagen, sehr hart von dem Karma zurückbekommt.
Ja. Also für mich kann ein Teil kommen, zum Beispiel, ich bin, was weiß ich, zum Beispiel, ich muss, was weiß ich, die Steuer vielleicht 5000 Euro zurückbezahlen. Es ist nur ein Beispiel jetzt, ja. Weil ich muss meinen Karma ausgleichen, ja, balancieren. Irgendwas oder irgendwie war es nicht fair, ich habe zu wenig bezahlt oder ich muss auch natürlich dein Karma balancieren. Und ich mache es als einfach und das ist alles. Aber bei anderen Menschen bezahlt man den Karma sogar mit der Gesundheit. Wirklich, also, und du weißt das, es ist so. Also andere Menschen bezahlen, das ist noch schlimmer. Also ich will lieber mit Geld meinem Karma bezahlen. Das ist natürlich für mich ja, sehr, sehr positiv, wenn ich das mit Geld bezahlen kann. Und andere Menschen bezahlen das mit der Gesundheit. Tja. Komplizierte Energie, würde ich jetzt sagen, wage, mit einer bestimmten Person hier. Und das weiß ich jetzt nicht. Also ich zeige dir, was ich hier habe. Nochmals, wie gesagt, man wird sehen, dass dir gut geht, das ist ja, dass du Erfolg hast. Man wird, die Sache ist, vage, man wird sogar sehen, dass du berühmt wirst. Also wenn du zum Beispiel jetzt über soziale Netze sehr berühmt bist und sehr oft da dich zeigst, ja, diese Exes oder wie auch immer, die sehen dich, die wissen, wie es dir geht und so weiter. Und tja. Starke Energie. Starke Energie. Ich bin ohne Worte von mit deiner Energie, das muss ich dir schon sagen, Waage, wie das Jahr bei dir verläuft. Ja? Und ich spüre hier eine starke Energie, irgendwie ist das einfach so. Monat September. König der Schwerter. König der Schwerter kann für, ich meine, Sternzeichen Waage, Zwilling, Wassermann. Sternzeichen Wassermann und Waage. Und Zwilling, ich meine jetzt, alle drei Sternzeichen sind auf diese Legung in diesem Jahr sehr stark zu spüren, ja. Diese Luftelement wie du. Der König der Schwerter kann sogar für die Polizei darstellen, für eine Gerechtigkeit, für eine juristische Situation. Ich meine, nachdem ich im Monat August das hier habe, kann für dich irgendwie so eine Situation hier sein mit diesem König der Schwerter? Ich hole mir zwei Karten. Ich brauche ein bisschen Klärung. Du siehst ja, wie viele große Arkane ich habe, ja? Nochmals, der Puppe der Schwerter zeigt sich auch zweimal und Puppe der Kelche. Zweite Stäbe nochmals. Die Pläne sind hier. Ich spüre hier das Gefühl von viel Nachdenken, viele Pläne, neue Türen, die sich für dich eröffnen, neue Möglichkeiten, die sich für dich anbieten. Und das ist hier sehr stark zu spüren, vage. Sehr, sehr stark. Ja? Schau mal, was ich hier habe. Einen König der Schwerter, Puppe der Schwerter. Puppe der Kerlchen. Ich könnte hier mit Kindern zu tun haben, wenn du Kinder hast. Oder irgendwie Kinder sind hier zu sehen. Du siehst ja, im Monat September sehe ich viele Menschen hier, viele Energien, würde ich sagen. Luft wie du, sehr stark. Aber auch Wasserelement. Die Kommunikation ist ja da. Also alle drei Karten haben mit Kommunikation zu tun, mit Nachrichten zu tun. Ich habe vorher gesprochen, dass man hier sogar eine Person sieht, die beobachtet oder
über Internet, ja, über Internet spioniert, dass man vielleicht das nicht mal weiß, ja, weil das hat man hier auch im Monat Juni gesehen, dass irgendwie so eine Situation ist von einer Person, die auch über soziale Netze beobachtet. Ich sehe eine Nachricht hier, eine E-Mail, eine Kommunikation sieht man hier, eine wichtige Kommunikation sogar, dass eine Person reden möchte oder nicht mehr spionieren will, sondern auch reden möchte. Ich sehe viele Sachen hier in dieser Kombination vage. Weil nochmals, das ist auch deine Energie, diesen König der Schwerter. Diese kalte und mentale Energie hier, sehr stark zu spüren, das spricht natürlich auch für deine Energie. Also das ist ja so. Also dass du hier auch Grenze setzt auch. Dass man hier im Monat September Grenze setzt irgendwie. Sehr analytisch ist. Und das kann sogar mit deinen direkten Kindern zu tun haben oder diese sogenannten Freunde oder Bekannte zu tun haben. Mit anderen Menschen. Ich sehe hier Altersunterschied. Oder dass man irgendwie diese Menschen jünger sind als du. Dass man diese klare und mentalen Kopf hat. Also ich habe einen klaren Kopf. Ich zweifle nicht. Ich weiß ganz genau, was ich mache. Und so werde ich das machen. Ja, das kann man auch hier sehen. Denn im Monat September ist der König der Schwerter. König der Schwerter, wie gesagt, ist nicht irgendeine Energie. Ist eine wichtige Energie und spricht sehr viel für deinen Element, ja. Wir müssen uns schauen, also jetzt schauen im Monat September, wenn die Legung kommt, was wir da haben. Und das gilt uns, das ist für uns wichtig als Bestätigung. Dass wir, vielleicht können wir das sogar ein bisschen besser verstehen, was wir denn da haben, weil momentan, wie du siehst, ich sehe hier viele Menschen. Das ist, was ich hier habe. Viele Menschen, viele Energien und deinen Element. Eine kalte und mentale Energie, die Grenze setzt, die eine klare Sprache spricht und deutlich ist. Nicht zweifeln, also hier gibt es gar keinen Zweifel. Man muss irgendwie, ja, diese Energie zeigt sich hier im Monat September. September ist hier, wow, man ist irgendwie hier knallhart. Sehr wahrscheinlich kann man nicht anders manchmal sein, ja, also wenn man manche Entscheidungen treffen möchte und so weiter. Und es kann sogar nochmal mit deinen eigenen Kindern zu tun haben. Schau mal bitte jetzt Oktober, Monat Oktober, drei der Schwerter. Drei der Schwerter. Du siehst ja 10 Schwerter im Monat August, viele Schwerter im Monat September und noch mehrere Schwerter im Monat Oktober. Und das tut weh. Ja, es kann möglich sein, dass das hier weh tut, wenn man natürlich Grenze setzen muss, wenn man etwas mehr mental und kalt und hart sein muss. Das tut weh, wenn das auch die eigene Familie ist. Oder Menschen, die für uns wichtig waren. Aber ich sehe hier nochmals, rede ich hier über eine Trennung. Gell? Also, Augenblick bitte. Gerade sie ist die Nummer 12, 12 in meiner Uhr. Das ist die Karte der Gehängte. Nummer 2 der Münzen. Gibt es vielleicht irgendwie Zweifel? Wow. Wieder ist die Familie irgendwie da, wieder ist diesen Ex da. Diesen Ex zeigt sich im Monat August. Du weißt ja, einen Ex, der vielleicht sogar krank ist, schwer krank ist. Vielleicht, ja, also ich meine jetzt nur, stell dir mal vor, im Monat August kommt diesen Ex und du erfährst, dass diese Person sehr krank ist oder diese Person hat eine komplizierte Zeit jetzt. Überhaupt, ja.
Im September, diese Person zeigt sich nochmals, diesen Ex, irgendwie diesen Ex. Es kann über den Vater deiner Kinder reden, die Mutter, der Vater deiner Kinder. Es kann nochmals für eine Person, weil in manchen Fällen hast du gar keine Kinder, ja. Wenn du keine Kinder hast, dass diese Person mehr eine Verbindung durch die Arbeit ist, haben wir schon vorher gesagt. Also diese Person zeigt sich im Monat August, Monat September und ja, Oktober. Oktober ist tatsächlich, tja, Oktober ist bye bye, Darling. Also ich will nicht mehr. Du merkst ja, Waage, du merkst ja. Ich habe es dir ja gesagt. Also das Jahr bei dir fängt ermächtigt an. Ermächtigt. Du nimmst eine Macht und eine Energie da, das ist nicht mal normal. Aber du weißt, wie das ist. Die Exes, also einen Ex kommt, wenn es dir sehr gut geht und die sehen, dass du Erfolg hast und dir es besser geht, die kommen irgendwann wieder zurück, ne? Aber das ist natürlich nicht mehr möglich. Ja? Warum? Logisch, weil die Zweifel sind ja da. Du hast auch eine neue Person in deiner Energie und das denke ich, ist sicher. Es ist sicher, dass du eine neue Person in deine Energie hast. Du hast Träume. Du willst vieles machen. Also, du hast viele Träume tatsächlich. Viele Sachen, die du machen möchtest. Viele Wünsche, die du hast, ja. Und die du manifestieren möchtest, weil du ja der Magier deines Lebens bist. Also du bist der Magier und du manifestierst und diese Wünsche werden wahr, so wie wir es gesehen haben. Die Karte der Sterne zweimal. Wir sehen hier Wünsche, die in Erfüllung kommen. Es gibt hier Wunder und das ist der Magier. Ich meine, ich kann es nicht anders sagen. Das ist eine starke Legung. Du bist der Magier deines Lebens. Du manifestierst Wünsche, werden wahr. Die anderen sehen das nämlich auch und jetzt wollen die wieder zurück oder wie auch immer. Aber das ist nicht mehr möglich. Denn du bist noch am Tun, du bist noch am Manifestieren. Diese Menschen der Vergangenheit haben keinen Platz mehr in deinem Leben. Ist man böse deswegen? Nein, es ist nur einfach so. Monat November, siebente Stäbe. Ich weiß nicht, ob du das merkst, aber für mich ist das hier eine klare Folge. Monat pro Monat. Siebente Stäbe deutet ja auf eine Energie, die sich auf eine Defensive stellt. Ich stelle mich quer und ich lasse es nicht zu. Ich verteidige mich und ich lasse es einfach nicht zu. Augenblick bitte. Waage, das ist die Vergangenheit. Ab dem Monat August, September, Oktober und sogar November, das ist die Vergangenheit, sage ich dir. Ja. Ja. Siebente Schwerter, ich sage es dir. Und die Karte der Tod, Sternzeichen Skorpion. Starke Energie gerade, starke Energie, Waage. Rote Fahne, Ende des Jahres, rote Fahne hier. Vorsichtig. Sternzeichen, die ich hier sehr stark spüre, ist wie gesagt Sternzeichen Skorpion. Aber auch Fische, Zwilling. Wieder, Sternzeichen wieder. Also schau mal bitte jetzt. Und Wassermann, nämlich auch. Ich meine, du merkst ja. Die Sternzeichen sind am Ende nicht so wichtig, weil nur du weißt, wie deine Situation ist. Du weißt, mit welchen Menschen du zu tun hast und du weißt, welche Sternzeichen die haben. Also von da aus, ich sage dir nur, was man hier sieht. Rote Fahne, Ende des Jahres. Du hast mit einer Energie zu tun, wo tatsächlich klare Sprache gesprochen werden sollte und tatsächlich siebente Stäbe. Also eine klare Grenze setzen muss. Das sieht man schon bei dir ab dem Monat September. Ich würde sagen August, September, Oktober, November. Wir reden über Karma.
eine karmische Situation. Wir reden, eine Person wird dich anrufen, eine Person irgendwie möchte dich wieder treffen und so weiter, aber diese Person möchte mit dir einfach nur wieder ein bisschen Spaß haben. Wenn wir jetzt hier über eine Person reden, die du kennst, die vielleicht du schon sehr lang kennst, diese Person, vorsichtig mit dieser Energie, das ist, was ich dir sagen kann, vorsichtig, vorsichtig mit dieser bestimmten Energie. Falle nicht rein, setze klare Grenze, distanziere dich und das ist, was du machen sollst und das ist, was du machen wirst. Das ist, was du machen wirst. Denn eine Person wird darauf bestehen, eine Person wird darauf bestehen, diese Person irgendwie, vielleicht sagte diese Person, schau mal, ich bin jetzt frei. Ich bin nicht mehr in einer Beziehung oder ich bin jetzt frei und ich möchte mit dir irgendwie. Das ist falsch. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Vorsichtig mit der Vergangenheit. Die Vergangenheit hat gar keinen Platz mehr in diesem Jahr 2024 für dich. Kein Platz mehr. Vorsichtig mit der Vergangenheit. Fokussiere dich nur um das Neue. Das ist die Empfehlung. Fokussiere dich nur um das Neue. Man sieht Optionen bei dir, Waage. Man sieht natürlich Optionen bei dir. Vielleicht sogar, dass du ein bisschen durcheinander wirst mit so vielen Optionen, so vielen Möglichkeiten. Ja, plötzlich wirst du berühmt. Plötzlich wirst du einen Star hier. Und es bieten sich so viele Möglichkeiten, dass du durcheinander wirst. Es kann möglich sein. Aber du kannst mir eine Sache glauben. Die Vergangenheit hat in deiner Energie nicht mehr zu suchen. Egal, ob du durcheinander bist oder nicht, weil du mehrere Optionen hast, was mit der Vergangenheit zu tun hat, kannst du sicher sein, die Menschen haben in deiner Energie nicht mehr zu suchen. Schau mal, Dezember 2024, wow, qué fuerte. Die Karte, die Liebenden, wow, qué fuerte. Die Karte, die Liebenden, Achtung hier, Waage, Achtung hier, weil lass dich nicht durcheinander bringen. Meine Empfehlung, lass dich nicht aus deinem Gleichgewicht bringen. Das ist meine Empfehlung. Denn die Karte, die Liebenden, spricht über, natürlich die Liebe, über eine wichtige Entscheidung. Vorsichtig mit diese Dreierbeziehungen, dass ich wieder in so eine Dreierbeziehung reinfalle. Vorsichtig. Ganz weit weg von diesen Situationen. Es bringt ja nur Karma. Es bringt nichts anderes als Karma. Und das ist nicht positiv. Wegen ein bisschen Moment da lohnt sich nicht, in so eine Dreierbeziehung reinzufallen. Vorsichtig. Also die Karte der Liebenden ist eine wunderschöne Karte, wie du siehst. Cupido ist am Arbeiten. Du siehst, Cupido ist hier oben und arbeitet. Wir reden hier über eine neue Person bei dir. Wir reden auch über, entweder, es kommt auf deine Situation drauf an. Es kann sein, dass du noch verheiratet bist, in einer Beziehung bist oder dass du mit einem Ex noch zu tun hast. Ich sehe hier zwei Situationen. Die Karte der Liebenden spricht über eine Dualität. Wenn du sagst, nein, ich bin ledig, aber ich habe eine neue Person kennengelernt, dann Achtung hier, weil diese Person kann vielleicht in einer Beziehung sein oder noch mit einem Ex sehr eng zu tun haben oder noch in einer familiären Situation sein, wo eine Mutter da ist und die Energie ist extrem kompliziert. Augenblick bitte. Im Monat November sieht man natürlich... ich meine, im Monat Oktober und November sieht man bei dir viele Optionen und du wirst dich mit diesen Energien beschäftigen. Es kann möglich sein, dass du gleichzeitig, und ich weiß, das wollen wir gar nicht hören, ich auch nicht, es kann möglich sein, dass du gleichzeitig Ende des Jahres mit mehreren Energien
Kontakt hast, Kontakt aufnimmst. Es kann nur sein, dass du mit verschiedenen Menschen, dass du am Kennenlernen bist. Zum Beispiel, du bist am mehrere Menschen kennenlernen. Und das ist ja erlaubt, ne? Weil wenn ich frei bin, ich kann ja mehrere Menschen am Kennenlernen sein. Ja, natürlich, das ist einfach so. Und das ist die Energie, die ich sehe Ende des Jahres. Manche Menschen wirst du klare Grenzen setzen müssen. Und im Monat Dezember bist du in eine wichtige Entscheidung. Ja, eine Person möchte nicht loslassen und das, ja, Sternzeichen Löwe, dieses siebente Schwerter. Sternzeichen Löwe, Fische. Also, ich spüre hier viel Energie, viel Kraft. Eine Person will nicht loslassen und nochmals diese geografische Distanz. Schau mal, was ich hier habe. Waage, die Karte der Liebenden, der König der Kerlchen und achte Kerlchen. Eine Person ist verliebt hier. Ich rede hier über Liebe. Das ist Liebe pur. Wasserelement. Sternzeichen Fische, Krebs, Skorpion. Das ist Liebe. Ich sehe Liebe hier. Ich sehe eine Person, die wieder zurück möchte. Ich sehe eine neue Person. Ich sehe eine wichtige Entscheidung. Und ich sehe natürlich, du hast hier recht, ein bisschen Durcheinander. Ja, ein bisschen Konfusion ist da Ende des Jahres, weil du mit einer Vergangenheit zu tun hast und mit einer neuen Person. Und Waage, nochmals, sogar, dass nicht du, sondern die andere Person in einer Beziehung ist. Ja? Also Achtung hier, weil das ist deutlich. Es ist deutlich. Deswegen, Achtung hier, ich spüre ein bisschen Karma hier oder karmische Situationen. Ich meine, okay, das ist Dezember 2024. Ja, bis dahin stell dir mal vor, wie sich die Energie ja alles, ja. Aber das ist die Energie, die wir hier haben. Wir werden es im Dezember dann vielleicht ein bisschen, ja, ich meine, wir werden es ja im Laufe des Jahres irgendwie schon schauen. Aber Ende des Jahres, das ist die Energie. Ich meine, nicht, dass du dir jetzt heute schon Gedanken machst für Dezember nächstes Jahr, ja? Also das ist die Energie für Dezember nächstes Jahr. Und ich meine, deutlich ist die schon, dass wir heute vielleicht sogar staunen, dass wir sagen, nee, 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 gar nichts. Das können wir heute gar nicht sagen, ja? Also ich kann schon sagen, nein, nein, gar nichts, aber das kannst du heute gar nicht sagen. Also von da aus, das ist einfach die Energie, die sich zeigt. Und jetzt lassen wir uns überraschen, was wir peu à peu in das Jahr haben werden, ja? Wir reden über viele große Arkana. Ich habe viele wichtige große Arkana bei dir. Ich habe wirklich eine sehr positive Energie bei dir. Wenn ich dir ehrlich bin, ich denke nicht, dass du am Ende sogar die Zweifel zeigen wirst. Das glaube ich weniger. Ich glaube, du wirst schon sicher sein, was du da entscheidest. Die Liebe ist ja da. Cupido ist am Arbeiten. Und nee, ich denke, egal wie eine Person so sehr festklammert oder nicht loslassen möchte, ich denke, du wirst schon die richtige Entscheidung treffen. Das ist das Gefühl, was ich habe. Ja, wir reden über die Liebe. Von da aus, du siehst ja, ich habe ein König der Kerlchen. Es kann für dich eine neue Person sein und aber auch achte Kerlchen. Es kann für eine neue, für eine alte Person reden, für die Vergangenheit reden. Also und dann natürlich die Karte die Liebende. Diese zwei Situationen, es ist logisch. Ja? Und eine wichtige Entscheidung. Also Waage, das ist die Energie für das Jahr 2024. Wir lassen uns überraschen. Ne? Also wir haben alles Mögliche hier jetzt gehabt. Ich finde, einen wichtig, das Jahr ist wichtig und positiv für dich, sehr sogar. Egal, worüber wir jetzt hier reden. Über ein Studium, Arbeit, Familie, über einen Wunschpartner. Ich würde sagen, wir haben für dich hier sehr viel Erfolg in Bezug Arbeit. Spüre ich hier sehr viel Erfolg tatsächlich.
Aber nicht nur, man sieht natürlich auch eine familiäre Situation hier, die nicht leicht ist, nicht einfach ist. Ich spüre hier natürlich Grenzen, die man setzt. Aber ja, das Ja ist wichtig für dich. Das Ja wird wichtig für dich werden und sehr positiv. Überhaupt, wir haben diesen Einfluss von Sternzeichen Wassermann und die Kreativität ist hier auch zu spüren. Neue Ideen, eine neue Mentalität. Das alles spüre ich hier. Eine neue Mentalität. Also ich spüre eine starke Energie bei dir. Eine starke Energie. Waage, ich danke dir. Wir werden natürlich wöchentlich und auch monatlich sehen, wie die Energie sich zeigt. Wir können es auch weiterhin mit diesen Monaten hier bestätigen. Und wir schauen einfach weiter. Ich danke dir für deine Likes, für deine Abos. Dankeschön, Waage, und bis bald. Ja? Tschüss.